Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Hier sind wieder die Becky, Und der Michi. die beiden Nerds, die sich über Plastikramsch freuen wie kleine Kinder, die wieder mal eine Z-Box für Blu-ray-Disc.de auspacken. Ja, und das ist bestimmt wieder so spannend wie eine Frühstücksbox auszupacken in der Schule, oder? Das kommt drauf an, nach den Sommerferien, wenn man sie vergessen hat, dann wird es spannend, ja. Ja. Ja, das ist wohl wahr. Also in meinem Schulranzen ist damals mal vor den Sommerferien eine Banane verendet. Und Ah. ja, an der Farbe hat man sie anschließend nicht mehr wiedererkannt. Aber darum geht es gar nicht. So, jetzt nur mal kurz am Rande. Hast du Das wenigstens im Biologieunterricht irgendwie noch vorführen können? Gott so nichts mit dem Weiherflüssig. Und du hast das Brot zu den Bananen Ah gelegt. ja. So, zunächst einmal ganz kurz. Wir bedanken uns wie immer bei Zavi für die zur Verfügungstellung der Z-Box. Und auch wenn das jetzt gerade eben anders klang, wir freuen uns total über diesen Ramsch. Denn, ja, ich weiß, es wurde bei Blu-ray-Disc.de hat das jemand drunter geschrieben. Ja, wir würden ja billig Ramsch auspacken, den keiner braucht. Naja, gut, ich sag mal so, das braucht natürlich wirklich keiner. Aber Fans freuen sich darüber. Ja. Und wir sind Fans. Und wenn man jetzt mal das Preis-Leistungs-Verhältnis betrachtet. So, diese Box kostet entweder 25 Euro oder bis zu 20 Euro runter, je nachdem, wie lange ihr das Ding abonniert. Und ich sag mal, für 20 Euro ist hier schon eine Menge Kram drin. Es ist immer ein T-Shirt drin. Und wenn ein gutes T-Shirt kostet schon seine 20 Ja. Euro, ja. Ja. So, dann sind immer noch drei, vier weitere Geek-Kleinigkeiten drin, die Ja. ebenfalls ihren Wert haben. Ja. Und aber der größte Bonus bei diesem Unboxing oder bei diesen Mystery-Paketen sind natürlich, ist natürlich die Überraschung. Ja, und wir sind jetzt auch total überrascht. Wir wissen nämlich nicht, was drin ist. Wir wissen nur, die Juni-Z-Box steht unter dem Motto Blockbuster. Ah, okay. Supergeil, das wusstest du auch nicht, ne? Ich habe schon mal Ich gucke doch nachgeguckt. sowas nicht. Ich habe schon mal Das Einzige, nachgeguckt. was ich gucke, ist das Wetter und Nachrichten. Wie wird denn das Wetter morgen? Hier bei uns gewittrig. Also momentan ist nicht viel mit großartig planen. Nee. Ich traue dem Wetter nicht, ne? Tja, was will man machen, ne? Und beim Gewitter bleibt man so besser drin. Oder versteckt sich unter einer Buche, ne? Buchen sollst du suchen. Am besten noch mit dem Regenschirm und sowas. Ja. Und lässt einen Drachen steigen. Ich war ja letztes Jahr in Buchen in der Kur. Gut, Mhm. egal. Wir packen sie jetzt einfach mal aus. Was ist denn für dich der ultimative Blockbuster? Also, mal ganz kurz, ich habe gegoogelt. Der aktuell erfolgreichste Film aller Zeiten ist Avengers Endgame. Ah, Ja, okay. gefolgt von Avatar, dann Ah, Titanic und dann kommt schon Star Wars. Ja. Und zwar das Erwachen der Macht. Warum auch immer. So, ja, was haben wir jetzt wohl Habe hier ich alle dran? davon gesehen? Ja, Ja, du hast ne? alle Star Wars Filme gesehen. Ja, dann Nee, ich recht meine mal. nicht alle Star Wars-Filme, ich meine jetzt alle Filme, die du gerade genannt Ich hast. hoffe es doch. Avatar haben wir gesehen, Ja. Titanic haben wir Aber da gesehen. haben wir dreimal da hinten stehen. Ja, das wurde auch schon kritisiert. Warum braucht man einen Film dreimal? Braucht man nicht. Ist aber schön. So, wir packen mal direkt rein. Oh, hier ist was Tolles. Weil was gehört zum Blockbuster dazu? Bitte nicht. Popcorn. Ja. Popcorn. So, also das ist gut. Ich habe nämlich einen steifen Hals. Dann könnte man das vielleicht verwenden. So, ich fühle auch schon das T-Shirt. Ich würde einfach mal direkt als erstes das T-Shirt rausziehen. Es ist schwarz. Oh. Schwarz. Und wir haben ein. Was ist das für ein Logo? Na, komm, ich halte es mal zu. Erkennst du es? Erkennst du es? Nee, 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 nee. nee. Die anderen, DC, DC, ne? ja, genau. Ja, nicht Suicide Nein, wer Squad. ist es? Justice League? Oder, Ja, aber wer ist das? Cap? Nee, keine Ahnung. Nee. Wonder Woman! Ach ja, die. Oh, Oh, dann ist aber auch geil. WW, okay. Ja, WW. Noch ein W dabei, dann sind wir. Wonder Woman habe ich nicht gesehen. Überhaupt die ganzen DC-Dinger habe ich nicht gesehen. Aus der Justice League. Ja. Ja, ein Wonder Woman T-Shirt. Ich halt hoch, du Ja, erzählst. ein Wonder Woman T-Shirt und so wie das ausschaut von den Farben her, ist das der zukünftig erscheinende Wonder Woman
wie heißt der? 80? 86? 83? Auf jeden Fall Wonder Woman irgendwas mit 80? 86. Mhm. Auf jeden Fall der zweite Wonder Woman, der jetzt demnächst hoffentlich bald in die Kinos kommt, spielt ja in den 80er Jahren. Deswegen auch diese knalligen, poppigen Farben. Mhm. Gefällt mir gut. Auch mit dem Schwarz sieht das gut aus. Das ist jetzt meine Größe. Wenn ihr das in anderen Größen bestellt, kann es sein, dass das T-Shirt eine andere Farbe hat. Aber das Emblem sollte eigentlich identisch sein. Ich finde das so. Wieso denn andere Farbe bei anderer Größe? Ja, zum Beispiel, wir hatten ja letztens auch das Harley Quinn T-Shirt. Ja, aber das hatte nichts mit der. Ja, das hatte aber bestimmt nichts mit der Größe zu tun. Das hatte eher was mit der Farbkombi selber an sich zu tun. Ja, deswegen haben wir zwei unterschiedliche Farben mit dem gleichen Motiv. Ja, gibt es ja öfters. Ja, deswegen, es kann sein, dass ihr, wenn ihr die bestellt, das hier nicht in Schwarz habt, sondern in Grau. Kann sein. Ich glaube, dass. Ach ja, aber ich glaube, das wird einfach in unterschiedlichen Farben dann hergestellt. Ja. Weil ich glaube, die T-Shirts, die kann man ja dann auch mal speziell oder sowas bestellen. Das heißt, man möchte dieses Shirt und das wird dann in drei Farben zum Beispiel angeboten und dann klickst du halt eben die Farbe deines Wunsches an. Das kann auch sein. Das meine ich. Ich meine nicht, dass das etwas mit der Größe zu tun hat, was für eine Farbe du kriegst. Ja, weiß ich nicht. Kann auf jeden Fall gibt es das auch in anderen Farben und dieses T-Shirt, wie alle T-Shirts aus der Z-Box, gibt es exklusiv bei Zavi. Ja, natürlich. Ich bin ja auch so eine Wonder Woman. Ich brauche nur noch so ein Lasso. Das war Xena, ne? Ja. So, ein Wonder Woman T-Shirt. Schön, schön. Ich lege das mal hier hinten so hin. Und dann schauen wir mal, was noch drin ist. Hier ist was zum Auseinanderschieben. Ah. Oh, das fühlt sich gut an. Muss ich wieder bauen? Who knows? Wir haben sie hier unten. Ne? Star Wars. Und zwar ein leicht verstaubtes. Nein, das ist kein. Ein Yappor Snippet Necklace. Das heißt auf Deutsch? Genau. Ein Yappor Snippet Necklace. Dann lass mich das doch mal auseinandernehmen. Nimm es doch mal auseinander. Star Wars. Früher hieß es auch Krieg der Sterne. Die Älteren werden sich erinnern. Hier, du kannst lesen. Ich mach auf. Ich kann nicht lesen. Achso, lesen. Ja. StarWars.com. Hm. Wir wissen, ein Necklace. Oh, ein Samtbeutelchen. Pass auf, das ist der Ring, auf den ich immer noch warte. Bei Star Wars gibt es auch keine Ringe. Ich meine, also wir haben zunächst mal dieses Döschen. Hör mal, wenn das auspackst, packst da aus, wo die Leute sehen können. Hier, ein Samtbeutelchen. Süß. Und auf der Kiste steht auch nochmal Star Wars drauf. Ja. Das ist schön, da kann man zum Beispiel einen Ring reintun. Genau, das letzte Mal hat mein Mann nämlich geschimpft, dass ich alles so ausgepackt habe. Hier ist was Schönes drin. Was haben wir denn da? Eine Halskette. Ja, Necklace, genau. Necklace heißt Halskette. Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Eine Halskette. Wir sind schon lange nicht mehr im Englischunterricht gewesen. Ist doch jetzt der Knüttel. Ist jetzt ja nicht so. Da, siehst du, ja, so hat der Papa das gemacht. Ja. Ein Necklace und hinten haben wir draufstehen. Ja, ich weiß nicht, ist das eine Limitierungsnummer? Ich sehe es gerade nicht, ob das eine Limitierung ist. Ich glaube nicht. Das ist auf jeden Fall echt gülden. Ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, was das ist. Ich glaube, echt gülden kannst du so nicht hochhalten. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Ich meine, klar, ist eine Halskette, ist Star Wars, aber ich kann den tieferen Sinn dieses Anhängers nicht erkennen. Ich weiß also nicht, was das ist. So, die Kette, die scheint auch Metall zu sein. Man muss alles anlecken, hat der Doktor mir beigebracht. Ja, aber nicht in der heutigen Zeit, Mann. Das ist doch verpackt. War doch alles, also so schaut's aus. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist, aber es ist offensichtlich aus Metall. Das ist ja schon mal gut zu wissen, weil letztens war ja da eine Halskette von Rambo drin. Und das war Plastik. Ja, also hier steht nicht aus was das gemacht ist. Aus Gold. Es steht nur, do not give this to a child of any age. Also nicht an Kinder weitergeben. Nee, würde ich sowieso nicht. Das ist meine neue. Guck mal, ne? Ach, das sieht doch toll aus, ne? Jetzt kann ich Hip-Hopper werden. So musst du das tragen. Jetzt bin ich Hip-Hopper. Ich bin gerade am Überlegen, woher das ist. Aus Star Wars. Ja, mein Gott. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben die gerade erst alle geguckt, aber keine Ahnung, was es ist. Ich packe mal rein, was hier noch drin ist. Hier ist noch eine Kiste. Nochmal Star Wars! Ja, Star, ich habe ja gesagt, na, eigentlich müsste. Ich meine, die Titanic passt ja nicht rein. Oh Gott. Ja, Star Wars. Ich meine, die können wir ja dann neben die Firefly stellen. Die, Was ist das denn hier? Das ist
ein Kartenspiel. Oh, eine Medal of Yavin Collectors Pin irgendwas, auch von Disney. Also das hier ist wohl eine Ehrenmedaille, die nach der Schlacht von Yavin verliehen wurde von, wir erinnern uns, Prinzessin Leia. Ah. Das ist aus Krieg der Sterne, also aus dem echten Krieg der Sterne, aus Star Wars Episode 4. Eine neue Hoffnung. Das ist quasi der die Tapferkeitsmedaille, sage ich mal, die Luke, Chewbacca und Han am Ende von Krieg der Sterne angesteckt bekommen haben. Wie süß. Das ist cool. Das ist richtig cool. Ich wollte ja immer mal, ich habe ja damals auch so einen TIE Fighter geflogen. Das wissen ja die wenigsten. Ist auch. Ich habe gedacht, es wäre ein Kartenspiel. Oder eine Zigarettendose. Ich weiß nicht, passen Zigaretten rein von der Länge? Ich habe noch nie eine in der Hand gehabt. Ich bin auch kein Raucher. Also ich weiß das nicht. Ehrlich, ich habe noch nie eine Zigarette. Aber, oh Gott, jetzt. So. Ich mache mir jetzt keine Gedanken darüber, ob man da Zigaretten schön drin... Ja, brauchst du ja auch gar nicht. Ich sehe gerade hier, das ist zwar diese Medaille, ja, das hier ist aber nur aufgedruckt. Das heißt, das scheint mir also irgendwie so ein Pin zu sein. Ah, der macht soll ich sich, mal fummeln? Ja, fummel mal. Aber diese Tapferkeitsmedaille, die macht sich ja an jeder Sturmtruppen. Ja, an jeder Sturmtruppenrüstung macht sie sich gut. Ja, da ist der Überläufer, die Drecksau. Der hat uns den Todesstern kaputt gemacht. Nein, habe ich nicht. Hast du dich kaputt gefummelt? Nein, ich habe es nicht kaputt gefummelt. So. Aber jetzt kann man das, jetzt könnte man das hier guckt, so, da sind die Nadeln, da sind die Nupis, damit man sich damit nicht direkt kaputt aua tut, ne? Ich passe genau auf, dass du das, bevor du mir das hier hindrickst. Ja, super geil. Darf ich mal? Ja. Und auch hier hinten haben wir wieder eine Nummer drauf, wobei ich nicht glaube, dass es sich hier um eine Limitierungsnummer handelt. Ich zeige es trotzdem mal. Macht Disney überhaupt irgendwas Limitiertes? Ich meine, außer den normalen Disney-Filmen, die nach 3 Monaten wieder... Ja, das ist ja nicht mehr. Das ist ja den Disney-Tresor, den gibt es ja nicht mehr. Ja, so, auch das ist aus Metall. Ja, macht auch einen sehr hochwertigen Eindruck. Also die Kette und auch das hier, das macht einen relativ robusten, einen guten, stabilen Eindruck. So, und jetzt haben wir schon für 20, beziehungsweise sagen wir mal, wir gehen mal davon aus, ihr bestellt nur ein einziges, weil ihr mal gucken wollt, was drin ist, würdet das hier bekommen. Und habt ihr für 25 Euro schon mal 2 Star Wars Dinger, und die könnt ihr euch hier dran machen. Hier ist es noch besser, wenn ihr Hip-Hopper werden wollt. Dann habt ihr schon 2 Goldteile dran. Und wenn ihr das da dran klemmt, ja, dann habt ihr direkt das T-Shirt und macht eure Sachen nicht kaputt. Es ist uns natürlich klar, dass das, was wir hier machen, nicht für jeden Geschmack ist. Nee. Ist okay. Aber braucht ihr auch nicht zu gucken. Ja. Wir zwingen ja niemanden, das zu gucken. Das ist wohl wahr. Genau. Und hier ist noch ein Teil drin, glaube ich. Make love, not war. Das heißt, lasst alle Leute so sein, wie sie sind, solange es einem nicht irgendwie selber wehtut oder sowas. Wir tun ja keinen Bus. Make Love and Star Wars. Das ist Star Wars. Krieg der Sterne. Ist auch schön. Und jetzt haben wir noch was. Oh, es sieht aus, als wenn es zum Lesen wäre. Das ist das 8. Harry Potter Buch. Ich weiß es nicht. Harry Potter ist das. Was ist das? Ich weiß es nicht. Harry Potter Blue Sky Magnetic Notebook. Yay! Ein Notebook Harry Potter. So, ich mache das mal hier vorne ab. Das ist hier so mit Klebeband festgemacht. Das ist opens like an envelope. Envelope. Was heißt Your das? Your English is very good, my dear. Yes, I know, because English is the language of the world. Was heißt language? Ja, language. Aha. Was ist denn opens like an envelope? Was heißt envelope? Envelope. Ja, was heißt das denn? Ja, spricht man, aber was ist das? Es lässt sich öffnen wie ein Envelope. Es ist so peinlich. Gut, wir gucken hier auch nie rein vorher und googeln alles nach oder unser Englisch ist eingerostet. Also. Wir haben uns in der Corona-Zeit nicht mit Englisch befasst. Mr. Harry Potter, der Schrank unter den Stufen im Limettenweg in Linden. Ist das niedlich. Ja, so, das sieht also aus wie der Brief, den Harry damals von den Eulen von... Also ich glaube ja, ne? Ja. Wenn irgendwann mal rauskommt, dass mein Brief von Hogwarts verloren gegangen ist, ja, und ich hier mit bekackten Muggeln aufwachseln musste, dann raste ich hier aus wie 100 Schmalzfliegen. So, auf der Rückseite haben wir auch noch das Wappen von Hogwarts und das versiegelt. Das ist auch von Dumbledore. Das Siegel gehört doch eigentlich hier so oft. Ist ja, ja, aber dann kriegt man das doch nicht richtig auf. Ah, das ist der Magnetverschluss hier. Das ist so ein Magnetverschluss. Cool. So, und das ist dann ein
Ein Notebook, ja. Ein Notizbuch. Innen drin haben wir die Tiere. Schön. Die Wappentiere der einzelnen Häuser von Hogwarts. Cool. Ne, hier ist noch die Brille. Und, schön. Oh, das ist geil. Das ist richtig geil, ja. Das ist toll. Also, das finde ich echt schön. Ich bin ja jemand, der leidenschaftlich gerne schreibt. Jetzt ohne Scheiß. Also ich bin einer, ich habe auch Notizbücher. Ich habe überall Notizbücher rumliegen. Ich schreibe nicht digital, sondern ich mache mir wirklich noch handschriftliche Notizen. Die fliegen dann überall rum. Ja. Und ich habe keine Zettel mehr für den Einkauf. Ich benutze doch keine Zettel. Ich benutze ja wirklich so Notizbücher. Das ist ein schönes Einkaufsheft. Nee, ein schönes Einkaufsbüchlein. Das ist kein Einkaufsbüchlein. Das verschwindet dann nämlich auf magische Art und Weise, was da drauf steht. Da schreibe ich meinen neuen Roman rein. Ich erinnere mich noch an deine Kalender damals von Paul Kippi, was die Scheibenwelt angeht. Ja, das war auch geil. Ja, aber gar nicht so praktisch. Also ich habe jetzt auch so einen Taschenkalender und da schreibe ich alles rein. Das ist die von Paul Kippi, die waren so groß, hatten aber hier nur so viel Zeit, so viel Platz für einen Tag. Das hat nicht gereicht. Ja. Nee, also, das ist ich schön. Will ich das auch mal in die Hand nehmen. Und ich sitze hier mit meiner Kette. Oh Mann. So, geil, geile Kette. Ja, so, das war's aber auch schon. Sehr schön. Das sagt mich auch schon. Ja, und hier haben wir jetzt noch einen tollen Hut. Ja, hier, guck mal, da kann man sich direkt verkleiden. Was ist denn das? Oh Gott. Was ist denn das für eine Einteilung? Ich meine, klar, aber. Ja, das sind die vier Häuser. Also, Slytherin, Hufflepuff. Nein, ich meine hier die. Ach so, nicht das Wappen. Na. Ich wollte jetzt gerade hier ein bisschen mein... Ich habe zwar nicht die Bücher gelesen und auch nicht alle Filme gesehen, aber trotzdem weiß ich da ein bisschen was von. Ja, also die Einteilung, keine Ahnung. Das ist halt, um sich Notizen zu machen, kann man das so raus... Ich weiß nicht, ich guck mal. Rausreißen wird... Doch, ja, das ist so zum Abreißen. Doch, ein Das ist also so ein... da kann man hier so die einzelnen Seiten hier so raustrennen. Ich nehme mal eine raus, so halb. Ja, ich lasse es drin. Kann man so rausnehmen und die haben hier... Ich weiß auch nicht. Also es ist erstmal Querformat und dann ist das ist nicht kariert, das ist aber auch nicht liniert. Ja. Es ist irgendwas dazwischen. Ich weiß nicht, ob die Briten sowas machen. Oder Amerika oder wo. Also Harry Potter ist ja wohl britisch. Ja, ich weiß, aber vielleicht ist dieses Produkt hier nicht britisch. Das Produkt ist von, nehm das mal weg, von Blue Sky Studios in Leeds. Ja, doch, Großbritannien. Darf das überhaupt? Das ist ja noch gar nicht durch, der Brexit. Ja, demnächst kriegen wir so schöne Sachen nicht mehr. So, also das war's mit der Blockbuster. Blockbuster ist jetzt wirklich Blockbuster? Ich meine, gut, Star Wars. Ja, Blockbuster. Star Wars. Harry Potter auf jeden Fall auch. Ja, aber doch. Gehört zum DC-Universum. Ja, eben, zum DC-Universum. Und das sind ja nun keine Blockbuster. Das sind ja mehr so Rohrkrepierer. Also zumindest an der Kasse. Also im Vergleich zu Marvel... Aber trotzdem hat das ja doch so auch seine Fans und die Leute, die das geil finden, die werden ins Kino gehen. Ist richtig. Und dementsprechend doch. Also ich sag, auch die DC-Filme sollten auch zu den Blockbustern zählen. Ja, apropos DC-Filme, ich freue mich schon ganz, ganz doll auf den kommenden Zack Snyder-Cut von Justice League. Ja, dann kriegen wir endlich mal einen guten Film, hoffentlich. Also die haben schon gezeigt hier auf YouTube kommt man sehen, die haben die Farben ein bisschen geändert. Hier der Himmel ist jetzt nicht mehr so knallrot, sondern mehr so düster blau. Ach, das war. Ja, okay. Toll. Ja. Und außerdem ist nicht mehr Steppenwolf der Bösewicht, sondern Darkseid. Wie sie das machen wollen, ich weiß es nicht. So, also nochmal zurück. Wir haben ein Notizblockbuch. Wir haben einen Anhänger. Keine Ahnung, was das ist. Star Wars, aber was? Keine Ahnung. Ich ist weiß das nicht irgendwie, hat das nicht was mit der Karte zu tun? Welche Karte? Ja, von wegen hier Schnitzeljagd. Ja. Das genau. Kann sein. Das kann wirklich sein. Ist das? Ja, ich weiß nicht. Das ist für mich auf jeden Fall. Also, wenn es irgendjemand weiß, schreibt es in die Kommentare, was es hiermit auf sich hat. Ja, genau. Dann haben wir noch dieses Affen. Dieses affengeile T-Shirt. Gefällt mir wirklich gut. Ja, die Farben gefallen mir sehr gut. Ja. Und die Medaille. Ich war bei der Schlacht von Yavin mit dabei. Ich habe Todesstern kaputt gemacht. So, und für die Mama ist natürlich hier dieses schicki, ne? Ja, du hast doch den Sack, ne? Ich habe den Sack. Da kann man auch noch andere Sachen rein. Ganz genau, wie zum Beispiel den Ring, auf den ich immer noch warte. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am Montag geht es weiter.
Wir haben nächste Woche ein paar ganz coole Videos für euch in der Vorbereitung. Ich sag das schon mal, heute hätte ja eigentlich ein Original versus Remake kommen sollen. Das haben wir aber auf nächste Woche verschoben, weil die Z-Box überraschenderweise ins Haus geschneit kam. Es geht um einen der besten, größten, genialsten Filme aller Zeiten und ein echt mieses Remake. Ja, und dann haben wir auch noch Johnny Sinclair, die Gräfin mit dem eiskalten Händchen. Da gibt es auch 3 neue Hörspiele von Folgenreich. Die stelle ich euch nächste Woche auch vor. Und dann habe ich auch noch ein paar Unboxings in der Pipeline. Es geht also immer weiter. Geil? So, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt geil. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Eure Becky und der Michi. Ciao. Bye.